Die spannendsten Fragen in der Wissenschaft sind ja immer die, auf die es nicht so richtig eine Antwort zu geben scheint. Und eine dieser Fragen dreht sich rund um das Thema Sexuallockstoffe beim Menschen. Es geht also um Pheromone. Und beim Wort Sexuallockstoffe haben wir wahrscheinlich alle genug Assoziationen im Kopf und auch Fragen. Sowas wie, gibt es einen Duftstoff, der mich für mein Gegenüber attraktiver machen kann? Oder vielleicht sogar einen, der sexuelle Erregung auslösen kann? Es können auch abgefahrene Fragen sein, wie zum Beispiel, gibt es das Parfüm aus dem Roman von Patrick Süskind vielleicht doch? Tja, aus dieser Faszination heraus werden Pheromone bei Menschen seit gut 40 Jahren untersucht und auch diskutiert. Und seit gut 40 Jahren ist die Antwort irgendwie unklar. Auch wenn ich Fachkollegen darauf anspreche, ist die Antwort eigentlich immer gleich. Pheromone? Das gibt's doch gar nicht. Pheromone scheint also ein bisschen das Bielefeld der Wissenschaft zu sein. Und deshalb geht es hier heute in dem Video auch um die Frage, wie beeinflussen uns Pheromone eigentlich wirklich? Bevor wir uns jetzt hier in die Studien stürzen, finde ich, sollten wir erstmal definieren, was Pheromone eigentlich sind. Und dafür habe ich euch die offizielle Definition mitgebracht, so wie sie 1959 im Wissenschaftsmagazin Nature abgedruckt worden ist. Diese Definition besagt, dass Pheromone Substanzen sind, die von einem Individuum nach außen abgegeben werden und bei einem Individuum der gleichen Art spezifische Reaktionen auslösen können. Also anders gesagt, Pheromone sind Moleküle, die beim Gegenüber so eine Art Reflex auslösen können. Um euch jetzt das Bild ein bisschen zu komplettieren, habe ich euch nochmal drei Fakten zusammengefasst, was Pheromone eigentlich sind. Erstens, Pheromone sind keine Duftstoffe. Pheromone können einen Geruch haben, müssen sie aber nicht. Und Pheromone können mit der Nase wahrgenommen werden, müssen sie aber auch nicht. Das würde nämlich die Frage aufwerfen, ob Ameisen zum Beispiel überhaupt eine Nase haben. Zweitens, die Reaktion, die auf ein Pheromon folgt, ist nie erlernt. Anders als bei Gerüchen ist die Reaktion, die auf ein Pheromon folgt, eine Art Reflex, gegen die man nicht so viel machen kann. Bei Gerüchen ist es anders. Die Reaktion, die auf einen Geruch folgt, ist erlernt und beruht auf Erfahrungen, die wir irgendwann mal gemacht haben. Zum Beispiel der Geruch von leckerem Essen löst Appetit aus oder auch der Geruch von verdorbenem Essen löst Ekel oder sogar Übelkeit in uns aus. Das ist erlernt. Bei Pheromonen ist das anders. Drittens. Pheromone haben keine Zauberkräfte. Nee, haben sie wirklich nicht. Das Wirkspektrum, was wir zu Pheromonen so im Kopf haben, ist ganz stark von der Werbung geprägt, zum Beispiel auch von Parfümwerbung. Und das ist deshalb auch echt extrem übertrieben. Gerade wenn wir an das Thema Partnerwahl denken, ist, glaube ich, jedem klar, dass da auch noch visuelle und auditive Eindrücke eine sehr, sehr große Rolle spielen können. Ich sag's mal so, wenn jemand die attraktivsten Pheromone der Welt hat, euch aber die ganze Zeit beleidigt, wird ihm das am Ende auch nicht mehr viel helfen. Jetzt haben wir viel gehört, was Pheromone alles nicht sind und nicht können. Aber hier vielleicht, um es ein bisschen konkreter zu gestalten, nochmal ein Beispiel. Und zwar geht es hier um den Wirkstoff Androstenon. Androstenon ist ein Schweinesexuallockstoff, den der Eber verströmt, wenn er sich mit der Sau paaren möchte. Ist ein bisschen ein makaberer Vergleich, aber Androstenon wirkt auf die Sau ein bisschen wie K.O.-Tropfen. Die fällt dann nämlich in eine sogenannte, Achtung Fachbegriff, Duldungsstarre. Ja, und dann können die sich paaren. So funktionieren Pheromone jedenfalls bei Tieren. Offensichtlich gibt es Pheromone bei Insekten und auch bei Tieren, aber wie ist denn das jetzt bei Menschen? Tja, da sollten wir ganz dringend mal in Studien gucken, weil hier verlassen wir eindeutig den Bereich des Allgemeinwissens. Ich habe das für euch auch mal gemacht und ich gebe auch ganz offen zu, ich wusste am Anfang auch nicht so genau, was da Phase ist, denn über Pheromone liest man so allerhand. Und ich kann euch jetzt nach der Recherche auch sagen, da ist auch so allerhand falsch. Ein großes Problem beim Thema Pheromone ist, dass einige Studien immer wieder im Kreis zitiert werden und nicht mehr richtig auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden. Und deshalb ist das Video auch ein bisschen länger geworden. Ich denke, wenn man zeigen will, wie etwas ist, aber auch wie etwas eben nicht ist, sollte man sich dafür auch einfach mal die Zeit nehmen. Aber bleibt dran, denn ich denke, es lohnt sich. Ich werde euch jetzt hier die meiner Meinung nach vier wichtigsten Studien zum Thema Pheromone beim Menschen zeigen und auch ein bisschen auseinandernehmen. Und dann am Ende habe ich noch eine Bonusstudie für euch, die sich ein bisschen mehr mit dem Titelthema Sex Smells auseinandersetzt.
Die Studie, über die wir hier als erstes reden müssen, wurde 1980 von Kirk Smith und Booth durchgeführt. Das ist eine der ersten Studien, die sich mit menschlichen Pheromonen beschäftigt hat, und sie wird immer noch gerne zitiert, und deshalb erkläre ich euch die Studie jetzt hier auch ganz am Anfang. Was die Forscher gemacht haben, ist ganz schnell erklärt. Die haben in einem Zahnarztwartezimmer einen der Stühle mit einer Substanz präpariert, von der sie vermutet haben, dass es ein menschliches Pheromon ist. Ja, dann haben sie geguckt, wer sich da so raufsetzt und wer sich nicht raufsetzt. Und kurz gesagt haben die rausgefunden, dass der präparierte Stuhl von Frauen bevorzugt wird und von Männern gemieden. Jetzt natürlich die spannende Frage, was war denn die Substanz? Naja, das war Androstenon. Komisch, ne? Das sind die Schweinepheromonen, von denen ich euch vorhin erzählt habe. Und das ist auch kein Zufall, weil 1980 wusste man nämlich, dass Androstenon ein Schweinesexuallockstoff ist. Und man wusste auch, dass Androstenon Bestandteil von menschlichem Schweiß ist, insbesondere von Männerschweiß. Und da haben die Forscher einfach mal eins und eins zusammengezählt. Könnte man meinen. Weil so einfach ist es in der Wissenschaft meistens halt nicht. Und deshalb gucken wir jetzt auch mal in die Originalpublikation rein. Ich habe euch die einzige Abbildung der Studie mitgebracht. Überraschenderweise ist das kein Diagramm, sondern es ist der Sitzplan des Wartezimmers. Aber Gott sei Dank haben die den Sitzplan in der Studie abgedruckt, weil da sehen wir nämlich verheerende Fehler im Studiendesign. Na, welches ist denn zum Beispiel euer Lieblingsplatz? Meiner ist der, wo das A ist. Es ist zufällig auch der präparierte Stuhl. Komisch, ne? Ja, und dann ein anderes Problem ist aber auch, dass wir hier beim Buchstaben D zwei Eingänge sehen. Man weiß jetzt nicht, ist es entscheidend, ob ich links oder rechts reinkomme. Und was wir auch nicht wissen, ist, ob man da am Eingang schon riechen kann, dass da hinten auf einem der Stühle Androstenon ist und ob man das einem Stuhl zuordnen kann. Ja, stellt euch mal vor, auf jedem der Stühle würde jemand sitzen und rauchen, aber auf einem Stuhl kifft jemand. Das würdet ihr am Eingang unter Garantie nicht einem Stuhl zuordnen können. Ja, und meiner Meinung nach das größte Problem an der Studie ist das Androstenon selbst. Androstenon hat nämlich einen Eigengeruch. Für manche Menschen riecht das aus genetischen Gründen nach nichts. Die können das einfach nicht riechen. Die haben keinen Rezeptor dafür im Riechepithel. Und alle anderen werden sich niemals einig werden, wie Androstenon eigentlich riecht. Die einen sagen, das riecht eher so nach Urin. Und die anderen sagen, das riecht eher so nach Honig. Ja, das hat genetische Ursachen. Wer das ganz genau wissen will, den verlinke ich in der Videobeschreibung gerne mal die Fancy Nature Publikation für alle Fortgeschrittenen. Alle anderen Studien könnt ihr in der Videobeschreibung natürlich auch nachlesen und nachrecherchieren. Das ist mir ganz wichtig. Das Ergebnis der Studie konnte bis heute wissenschaftlich nicht bestätigt werden, obwohl wir 40 Jahre später natürlich viel bessere technische Möglichkeiten haben. Mich wundert das nicht. Aber eins muss man an der Stelle dann auch mal ganz klar sagen. Androstenon ist nach heutigem wissenschaftlichem Kenntnisstand kein menschliches Pheromon. Das ist eher ein Duftstoff. Und Duftstoffe können eben auch einen Effekt auf den Menschen haben. Sie provozieren aber eben nicht so eine Art Reflex, wie das ein Pheromon tut. Ja, Androstenon ist also die falsche Spur, die wir seit 40 Jahren immer wieder aufgreifen. Und es ist auch überhaupt nicht vorteilhaft, dass ein paar spätere Studien zu Androstenon darauf abgezielt haben, Androstenon und androstenonartige Substanzen als Pheromone zu vermarkten und zu verkaufen. Warum erzähle ich euch das? Naja, dieses Androstenon-Dilemma hat ganz viel dazu beigetragen, dass wir jetzt so ein missverständliches Image von Pheromonen beim Menschen im Allgemeinen haben. Und deshalb sage ich, wir müssen weg vom Androstenon. Wir müssen Pheromone ganz anders denken und wir müssen da auch wissenschaftlich ganz anders rangehen. Eins steht auch fest, wir müssen wissenschaftlich ein bisschen besser werden als die Reise nach Jerusalem in einem Arztwartezimmer, weil die Platzwahl ist eben multifaktoriell bedingt und die ist auch ganz schlecht messbar. Und deshalb schnell zu Studie Nummer 2. Treffen sich ein Psychologe und ein Türsteher vor einem Stripclub und fragen sich, wann haben eigentlich Stripperinnen ihr höchstes Trinkgeld? Ja, so oder so ähnlich muss die zweite Studie irgendwie zustande gekommen sein. Das scheinen Fragen zu sein, die sich Männer im universitären Betrieb wohl ab und an einfach mal so stellen. Naja, kurz zusammengefasst haben die Forscher herausgefunden, dass Stripperinnen ihr höchstes Trinkgeld während ihrer fruchtbaren Tage verdienen. Das könnte ein Hinweis auf Pheromone sein, die die Big Spender beeinflussen. Ja,
Das Ergebnis ist vollkommen einleuchtend, deswegen glaubt man das auch sofort. Ging mir auch so, bin ich ganz ehrlich. Die Studie ist super populär und wurde auch wirklich oft zitiert. Der Grund für diese große mediale Aufmerksamkeit war, dass die Studie 2007 den sogenannten Ig Nobel Prize im Bereich Ökonomie gewonnen hat. Der Ig Nobel Prize ist sozusagen der Anti-Nobel-Preis. Er wird aber nicht für besonders schlechte Arbeiten vergeben, sondern für Arbeiten, die einen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen sollen. Also denken wir auch mal ganz genau über diese Studie nach. Die entscheidende Grafik ist hier. Hier sieht man, dass die Stripperinnen, die keine Pille genommen haben, während ihrer fruchtbaren Tage mehr Trinkgeld bekommen haben als an ihren unfruchtbaren Tagen. In jeder Gruppe waren 9 Stripperinnen. Die Studie hat aber jetzt leider ein paar Probleme. Problem Nummer 1 ist, dass die 2 Männer sich gedacht haben, die fruchtbaren Tage, die schätzen wir einfach. Ja. Finde ich witzig, weil ich glaube, jede Frau weiß, dass Schätzen nicht so unbedingt die beste Überlegung ist, wenn es um den Eisprung geht und dass das auch meistens überhaupt nicht hinkommt. Aber es kommt noch viel schlimmer. Die haben nämlich einfach im Zyklus die Tage 6 bis 8 gestrichen. Die Tage 6 bis 8 sind weder an den Tagen der menstruellen Phase dabei, noch sind sie an den fruchtbaren Tagen dabei. Das geht so natürlich nicht. Problem Nummer 2 ist, dass sie die Zyklen verschiedener Frauen einfach übereinander gelegt haben und dadurch ergibt sich, dass für die Frauen unterschiedliche Wochentage sein können. Naja, und für Stripperinnen ist halt auch nicht jede Nacht Samstagnacht und das macht ganz große Unterschiede im Trinkgeld. Und wenn man jetzt nochmal darüber nachdenkt, dass pro Gruppe nur 9 Stripperinnen da waren, macht das noch mehr Unterschiede. So, die Studie ist also auch kein besonders tolles Beispiel. She ovulates hard for the money, können wir streichen. Die beiden Studien sind klassische Beispiele für den Satz, das Studiendesign war schlecht. Jetzt wisst ihr auch mal ganz genau, was das bedeutet. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe euch jetzt genug schlechte Wissenschaft gezeigt. Es geht deutlich besser und ich kann schlechte Wissenschaft auch nicht so lange ertragen. Deshalb zeige ich euch jetzt mal ein paar bessere Studien. Zum Beispiel Studie Nummer 3. Wir sind immer noch beim weiblichen Zyklus. Vielleicht habt ihr ja schon mal von dem Mythos gehört, dass Frauen sich im Zyklus angleichen, wenn sie besonders viel Zeit miteinander verbringen. Das war zum Beispiel auch mal Thema bei einer Folge Sex and the City. Tja, das war Ende der 90er tatsächlich so ein populärer Schnack, weil in der Zeit ganz viele Studien diesen Mythos untersucht haben. Und eine seriöse Studie dazu gucken wir uns jetzt mal genauer an. Die Studie ist 1998 in Nature erschienen. Nature ist ein Magazin mit einem sehr, sehr hohen wissenschaftlichen Standard. Man könnte sagen, es ist so eine Art Vogue der Wissenschaft. Die Forscher haben herausgefunden, dass der Schweiß von Frauen, die gerade ihren Eisprung haben, auf andere Frauen zyklusverlängernd wirkt, während der Schweiß von Frauen, die vor ihrem Eisprung sind, zyklusverkürzend wirkt. Die Forscher sprechen sich hier auch explizit dafür aus, dass das ein Beweis für menschliche Pheromone ist. Schauen wir uns die Studie auch nochmal ganz genau an. Ich habe hier das entscheidende Diagramm mitgebracht. Also, es wurde im ersten Zyklus die normale, unbeeinflusste Zykluslänge jeder Frau bestimmt. In 4 weiteren Zyklen haben die Probanden täglich Schweiß unter die Nase gerieben bekommen, also wörtlich. 2 Zyklen lang war das Eisprungsschweiß und 2 Zyklen lang war das Prä-Eisprungsschweiß. Im Diagramm sehen wir, dass beim Eisprungsschweiß die Linie nach oben geht. Der Zyklus war also länger als der Referenzzyklus. Beim Prä-Eisprungsschweiß geht die Linie in den Minusbereich. Der Zyklus war also kürzer als der Referenzzyklus. Die Zyklen unterscheiden sich im Schnitt um bis zu 4 Tage. Jede Frau, die schon mal das Gefühl hatte, ungewollt schwanger zu sein, wird mir bestätigen können, dass 4 Tage Zyklusschwankung enorm lang ist. So, was genau war denn jetzt eigentlich besser an der Studie? Naja, erstmal ist sowas wie die Zykluslänge natürlich sehr gut messbar und die wurde hier auch tatsächlich gemessen und nicht etwa irgendwie grob geschätzt. Dann pro Messpunkt haben wir hier 20 Probandinnen und nicht etwa nur 9. Außerdem wurde nicht nur ein Zyklus untersucht, sondern insgesamt 5. Also die Zahlen sprechen hier schon ein sehr deutliches Bild. Diese Studie ist statistisch viel, viel besser. Schade, dass daran nicht weiter geforscht wird, weil in meinen Augen hat das Ganze ein riesen pharmakologisches Potenzial. Ladies, stellt euch mal vor, ihr habt ein heißes Date und an dem Tag überhaupt keinen Bock auf Besuch von Tante Rosa.
Tja, und wenn man jetzt auch noch wüsste, welche Moleküle wirklich da im Schweiß wirken, könnte man das natürlich auch einsetzen, um einen berechenbareren Zyklus für Frauen zu konstruieren. Denn dann müsste man den Eisprung auch nicht einfach nur noch schätzen. Mit der vierten Studie möchte ich euch gerne zeigen, dass nicht nur Schweiß Pheromone enthalten kann, sondern auch andere Körperflüssigkeiten. Diese Studie hier ist im Magazin Science erschienen. Science ist eigentlich auch so eine Art Vogue der Wissenschaft. Die haben auch einen sehr hohen wissenschaftlichen Standard. Ja, in der Studie gab es ein paar gemeine Forscher. Die haben Frauen zum Weinen gebracht, kein Witz, und haben alle ihre Tränen gesammelt. Und das waren keine Schmerztränen, sondern die Frauen waren tatsächlich emotional berührt, also sie waren traurig. Und dann gab es noch ein paar andere unwissende Männer, die das Ganze unter die Nase geklebt bekommen haben. Und das Ganze wurde mit einfach Salzlösung verglichen. Ja, und kurz gesagt haben die Forscher herausgefunden, wenn Männer unter dem Einfluss von Frauentränen stehen, ist tote Hose. Viele von euch wussten das vielleicht auch schon vorher, aber jetzt ist es wissenschaftlich bewiesen. Naja, im Detail haben die noch mehr rausgefunden. Also die haben rausgefunden, dass die Männer sich in einem Fragebogen tatsächlich als weniger sexuell erregt bewertet haben. Die haben auch Frauengesichter durchschnittlich weniger attraktiv bewertet. Im MRT konnte man sehen, dass Areale, die mit sexueller Erregung assoziiert sind, weniger aktiv waren. Und obendrauf hatten die Männer auch noch weniger Testosteron im Speichel. Das ist ein deutlicher physiologischer Hinweis, wissenschaftlich gesehen, auf weniger sexuelle Erregung bei Männern. Das ist also ein ganz eindeutiger Hinweis darauf, dass es Pheromone auch in anderen Körperflüssigkeiten geben kann. Also Frauentränen sind ein echter Abturner, wenn man so will. Ist auch mal ganz interessant zu sehen, dass Pheromone nicht immer erregend wirken müssen, sondern auch mal das Gegenteil bewirken können, weil sie einfach wichtig sind für unser zwischenmenschliches Verhalten. Übrigens wird noch eine andere Körperflüssigkeit aktuell heiß diskutiert, die hat aber eher was mit Essen zu tun. Und zwar ist das eine Flüssigkeit, die Frauen beim Stillen abgeben. Hier könnten auch Pheromone enthalten sein, denn man hat herausgefunden, dass diese Flüssigkeit Säuglinge zum Nuckeln anregt. Also das löst eine Art Nuckelreflex aus. Und hier sind wir schon wieder sehr dicht bei der eigentlichen Definition von Pheromonen. So, jetzt haben wir zwei gute Studien gesehen, zwei schlechte Studien. Also das heißt, es wird Zeit für die Bonusstudie, die ich euch versprochen habe. Und in der geht es ja eher um Sexuallockstoffe und um das Titelthema Sex Smells. Deshalb jetzt hier viel Spaß mit der Bonusstudie. In der Bonusstudie haben sich ein paar Forscher gefragt, ob der Schweiß aus sexuell erregenden Situationen potenziell auch sexuell erregend auf andere Personen wirken kann. Und sie haben dabei ganz überzeugende Arbeit geleistet, wie ich finde. So, was haben die Forscher gemacht? Sie haben ein paar Männer, ich möchte sagen, anregende Filmchen gezeigt und haben sie damit ganz schön ins Schwitzen gebracht. Den Schweiß haben sie gesammelt und den mussten ein paar ahnungslose Frauen im MRT riechen. Als Negativkontrolle gab es emotionslosen Sportschweiß. Ja, was man dann gesehen hat, war, dass die Frauen angegeben haben, sie würden überhaupt nichts riechen, aber man hat gesehen, ihr Gehirn hat doch was gerochen. Es war nämlich ein Areal aktiv, das mit Riechen assoziiert ist. Das dann, was vielleicht ein bisschen enttäuschend erstmal klingt, ist, Areale, die mit Sexualverhalten und sexueller Kontrolle assoziiert sind, waren weder mehr noch weniger aktiv. Dafür war aber ein Areal aktiver, das mit visueller Vorstellung und Erwartung assoziiert wird. Also auch ein ganz spannendes Ergebnis. Fun Fact zu dieser Studie: Die Forscher haben den Frauen im MRT noch eine dritte Substanz gegeben. Die mussten sie auch riechen und das war eine von diesen besagten androstenonartigen Verbindungen, so wie sie auch im Internet als Pheromone verkauft werden und als menschliche Sexuallockstoffe. Tja, das Ergebnis war keins. Also diese Androstenon-Derivate hatten im MRT überhaupt keine Wirkung. So, dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Also Androstenon ist immer noch kein überzeugender menschlicher Sexuallockstoff, aber geiler Schweiß macht offensichtlich Lust auf mehr. Und wenn ihr jetzt auch immer noch Lust auf mehr habt, denn ich bin jetzt leider fast am Ende, habe ich einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung und einen Ausblick für euch.
Ja, wie beeinflussen uns Pheromone jetzt eigentlich wirklich? Naja, wir haben erstmal gesehen, wie uns Androstenon eben nicht pheromonartig beeinflussen kann. Das bedeutet, wir müssen Pheromone anders denken und auch ganz anders erforschen. Aber ich glaube, die letzten 3 Studien konnten auch ganz deutlich zeigen, dass der Mensch durchaus über ein pheromonartiges Kommunikationssystem verfügt. Pheromone beim Menschen können also zum Beispiel den Zyklus von Frauen beeinflussen, Neugeborene zum Essen bewegen, Männer abtörnen oder Frauen Lust auf mehr machen. Das eigentliche Problem mit Pheromonen ist, dass wir auf molekularer Ebene leider immer noch nicht genau wissen, was da eigentlich genau los ist. Die Moleküle sind nicht entschlüsselt und deshalb finde ich, daran sollte mal unbedingt mehr geforscht werden. Das würde ich mir auch wünschen. Ich denke, das ist ein wichtiger Teil unseres Körpers und ich denke, ich konnte auch zeigen, dass Pheromone ein sehr großes pharmakologisches Potenzial haben, das immer noch nicht ausgeschöpft wird. Ein anderer wichtiger Punkt, den ich mir aber auch noch wünschen würde, ist, dass diese schrecklichen Fehlinformationen und Gerüchte und Mythen über Pheromone endlich ein Ende haben. Leute, das sind 40 Jahre alte Märchen und es wird Zeit, dass wir einfach mal die richtige Geschichte erzählen und das auch besser recherchiert wird. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Video dazu einen guten Beitrag leisten. Jetzt bin ich am Ende meines Videos. Wenn ihr jetzt immer noch Lust auf mehr habt, dann habe ich noch was für euch. Ich verlinke euch hier oben mal einen Science Slam von mir zum Thema Schwitzen und Deo. Ist also thematisch was ganz Ähnliches. Tja, bis dahin.